So, Schüsselchen ist leer, jetzt gehe ich es auswaschen und ja, wie gesagt, ich habe es euch nicht die ganze Zeit mitgenommen, zum schneide ich raus, weil sonst ist es zu langweilig, wenn mein Gesicht einstreicht. Ja, das lasse ich jetzt 10 bis 15 Minuten einwirken, wie es dann draufsteht und dann mit dem Kosmetiktuch abnehmen. Ja, ich habe ein Heizmittel runter gemacht und ja, jetzt wasche ich Pinselchen und das aus und ja, dann bis gleich, ne? So, bin wieder da, die 15 Minuten sind jetzt um und ja, habe ich jetzt meine Tücher schon her und ja, das war ist nicht ganz eingezogen, ist zu viel. Es war angenehm, es hat nichts gebrannt, es hat nichts gekribbelt und ja, es war sehr angenehm die ganze Zeit und ja. War wunderbar. Ja, so. Das alles natürlich. So. Ja, wir nehmen ja nicht alles ab. Der Rest bleibt dran. Und das lasse ich dann einziehen noch. Ne? Ja. Ja, das war, wie gesagt, leicht grünlich, die ganze Soße hier. Ja. Aber so. Pizza. Ja. Die Haut sieht wie immer gut aus. Nach jeder Maske sieht die Haut frischer und gut aus. Von daher, ja, finde jede Maske eigentlich ganz gut und ja. Natürlich sind die reichhaltig und pflegend und feuchtigkeitsspendend, das ja ganz, ganz wichtig ist. So, ja,
es bleibt jetzt dran, meine Haut fühlt sich super gut an. Und ja, dann würde ich sagen, war das die erste Maske. Jo. Weiß jetzt nicht, in welchen Abständen ich die Masken mache, aber ja, als nächstes werde ich vielleicht mal wieder eine Tuchmaske machen. Das sehe ich schon. Weil die andere, die zweite Sachet, die mache ich dann für mich. Ne? Weil ich mache sowieso öfters eine Maske. Und ja, dann habe ich dann wieder die zweite, die könnte ich morgen oder übermorgen machen für mich. Und dann, ja. Ne? So, es bleibt jetzt dran, es ist noch genügend dran. Und ja, wie gesagt, heute habe ich auch mitgemacht. Und ja, die Haut fühlt sich gut an, sieht gut aus und ja, was will man mehr, ne? Also für mich, ja, sind Masken alle natürlich Dings, weil ich habe keine Allergien und nichts, ne? Also ich vertrage alle, von daher, Gott sei Dank, ne? Gut, gibt Masken, die sind weniger pflegen, und dann gibt es Masken, die sind natürlich mehr pflegender, ne? Aber ja. Aber die Matt Spezial sind ja eigentlich immer gute Sachen. Aber die gibt es halt nicht bei DM. Die gibt es bei Müller und beim Rossmann. Ja. Und so immer, wenn ich dann zu Müller oder Rossmann komme, nehme ich mir so Matt Spezialmasken mit. Ja. Der Geruch war schön frisch und angenehm. Ja. Aloe Vera und Joghurt. Erfrischend und schenkt wohltuende Geschmeidigkeit. Das stimmt, ja. Ja. 83% verbesserte Geschmeidigkeit, ja. Okay. Ja. Sie fühlt sich gut an, die Haut fühlt sich geschmeidig und alles an. Klar. Natürlich, ne. Ja, okay. Es ist halt nicht lang anhalten zu Masken, aber das ist immer so ein Ding, so ein für abends im Schlafen geht der extra Portion Pflege noch. Ne? So, dann ja, wünsche ich euch was und wir sehen uns dann bei der nächsten Maske. Ne? Tschüssi! Hallo meine Lieben, herzlich willkommen wieder zur zweiten Maske im Juni, ja. Und schauen wir mal, ich möchte heute von Balea die straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Kokosöl, Meereswasser und Hyaluron ist da drin. Ja, aber zuallererst möchte ich von Mattmaske für unter die Augen das machen. Die muss man zwar mit kaltem Wasser abnehmen, aber das ist kein Problem. Die schaut immer nicht so appetitlich aus, aber die ist auch sehr gut für die untere Augen. Ich schüttle die mal. Deswegen schaut es auch nicht besser aus, aber ich bilde mir ein, dann kommen die Sachen ein bisschen besser durcheinander oder ein bisschen besser durcheinander. Ja. Ja. Schaut man da so ein bisschen auf. Die ist super, ist die. Ich habe die auch schon drauf lassen. Ich habe die mit abgewaschen auch gemacht. Super. So. Ja, das ist eine, die Balea straffende Hydrogelmaske ist eine zweigeteilte, also in zwei Teile. Mal schauen,
was das wird mit mir heute. Ich und du machst mir wisst es ja. Aber ja, wir gucken mal. So, das ist ein gutes Zeug, manchmal geht es, kostet ja auch über 40 Euro, kostet die und ja. Jetzt ist meine Augenpartie auch versorgt. So, dann reiße ich die Maske mal auf und dann, ich habe schon ein Schüsselchen hin, mal gucken, welches Teil das jetzt ist hier. Sehr witzig. War das obere Teil, da habe ich nur das Plastikding rausgebracht. Okay. Es geht schon wieder los bei mir, ne? Geht schon wieder los. So, also. Wir machen, oder ich mache jetzt mal das untere Teil hier. Nee, das ist das obere Teil. Ah, das ist das untere Teil. Ich wusste es. Ach du meine Güte. Ja. Gut. Okay. Oh mein Gott. So. Kann nicht viel reden, weil die mir gleich wieder runterfällt. So, das obere Teil hält jetzt praktisch das untere Teil. Okay. Nicht so gut, ja. Ja. Das rennt mir alles runter. Ich muss mein Gesicht ruhig halten, bis, oh Gott, das rennt schon alles runter. Ja, wir sehen uns dann gleich, ne? Jo, tschüss. Oh mein Gott. So, ich mag nicht mehr. Ich glaube, es ist dann soweit, also ja. 15 bis 20 Minuten steht drauf. Ich habe jetzt so gar nicht auf die Uhr geschaut, aber ihr seht, es rutscht und macht und Dings. Da ist eine Lücke. Ja, ich mache das jetzt runter, weil, boah, ist, ja. Ich musste die zurechtzubinden, ja. Die riecht frisch, ist nach Kokos, riecht und ja. An sich vom Serum her, das reibe ich jetzt in die Haut ein und ja, für straffer wirken, frischer, ja, frisches Aussehen habe ich sowieso, ne, aber ja, dieses Gezubbel und da dauernd ist es gerutscht, die überhaupt die untere Hälfte und dann die obere Hälfte drüber dann mit, da musste ich das wieder nach oben schieben und es war eine Tortur, die mir nicht gefallen hat. Ne?
Also, der Geruch, okay, ja, gut. Balea-Maske, Tuchmaske, aber die zweiteilige, also die war jetzt für mich, für meine Zwecke nichts. So Silikon, alles Gummi und wabbelig und ja. Ja, ansonsten ja, das bleibt jetzt drauf, lasse ich einziehen in die Haut natürlich. Soll ja die Haut was davon haben, ja, straffer, würde ich jetzt nicht gerade sagen, frisch, ja, aber das macht jede Maske, dass man frischeres Aussehen hinterher hat, ne? Also, ja, noch ist sie klebrig, dieses Serum, noch klebt es recht und ja, wir werden sehen, auf jeden Fall war das jetzt meine ganze Maske und ja, die zweite und ich verabschiede mich dann bei euch und ja, am Schluss werde ich dann nochmal gesondert ein Urteil mir darüber erlauben. Ja. Muss ich erstmal schauen, wie sie sich die weiter verhält, ob die ganz einzieht, ob die klebrig bleibt oder ja, wir werden sehen. Ne? Wie gesagt, der Geruch Kokos geht bei mir ja immer, ist immer gut, aber ja. Wir schauen mal weiter. Okay, meine Lieben, dann bis zur nächsten Maske. Tschüss. Hallo und willkommen zurück zu Maskenzeit mit Lisa. Zur dritten Maske und auch die letzte, würde ich sagen, weil wir haben jetzt heute schon den 28. Juni und ja, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache heute von Schäbens die Peel-Off-Maske. Die mag ich nämlich auch immer sehr gerne, so eine Peel-Off und ja, die reinigt gründlich abgestorbene Hautpartikel, deutlich reinere Haut. Ja, na, da habe ich mein Schüsselchen schon hergerichtet und ja, da steht ja drauf, 15 bis 20 Minuten Einwirkzeit. Bei mir dauert es immer ein bisschen länger, bis es einwirkt hat, also bis die trocknet und man die richtig abziehen kann. Ne? Ja, ich schneide jetzt auf und tue sie in mein Schüsselchen rein. Ah, das ist ein blaues Gel. Okay, ich zeige es euch gleich. Wie es ausschaut, kommt so blaues, gelige Masse raus. Und ja, abgeschminkt habe ich mich und ja. So. Dachte mir, habe jetzt schon Pflegemaske drauf und ja, dann dürfte es jetzt einmal schon was sein, was man mit Peel-Off. Ich mag Peel-Off-Masken sehr gerne. So, ja, das war's jetzt. So schaut es aus, richtig blaues Gel. So. Und dann kommt mein Augendings wieder, ne, dass nichts da kriecht. Und ich, da trage ich dann immer ein bisschen die Augenmaske, ist das, ne, praktisch. Das wisst ihr ja von mir, das kennt ihr schon. Das mache ich schon etliche Jahre so und ja. Ich fahre damit ganz gut. Ja, wie gesagt, abgeschminkt habe ich mich jetzt und ja. Und dann tragen wir die Maske oder ich auf. So, ja. So. Ah, die riecht gut, riecht frisch.
Und nach der Maske dann die Pflege, zeige ich euch auch, ne? Was ich für Pflege dann drauf tue. So. Ich würde auch einen Teil rausschneiden, das ist. So, wir sehen uns gleich, wenn die Maske aufgetragen ist. So, die Maske ist aufgetragen, so schaue ich jetzt aus. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie lang, gucken wir mal auf die Uhr dahinter, wie lang das es jetzt braucht, bis das wieder, ja, schauen wir mal, ne? Wir sehen uns gleich wieder dann, ne? Also, ich weiß noch nie, wie lange es braucht, um trocken zu werden. Ne? Also jetzt wasche ich mein Schüsselchen aus und dann sehen wir uns. Ne? Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ja, ihr seht, wie lange das gebraucht hat und ist immer noch nicht ganz. Es sind noch leichte, feuchte Stellen. Trotzdem möchte ich ja, die Maske runter machen. Und ja, da habe ich es, okay. Und schauen wir mal, dass wir überhaupt dann einen Anfang finden. Ja. Bei mir brauchen die Peel-Off-Masken ziemlich lange, bis die halt trocknen. Ja. Aber es geht zum Abziehen, ja. Okay. Es geht. Der ist auch noch ein bisschen feucht gewesen, ne? Sieht er schon, ne? Naja, also einige Stellen, wo dabei sind, die mache ich dann mit Gesichtswasser ab. Ne? Aber im Großen und Ganzen geht es ganz gut runter. Ja, ich weiß nicht, was mit meiner Haut ist, dass das so lange braucht, aber schon immer, dass ich die Zeit nie einhalten kann, was draufsteht. Wenn es heißt 15 bis 20 Minuten, brauche ich viel länger. Doppelte Zeit und dann ist noch nicht ganz, ihr seht hier, ist noch ziemlich feucht. Ja. Da auch, ne? Ist alles noch ziemlich feucht. Ja. Ja, und das geht natürlich jetzt schlechter, ne? Ja. Dann schaue ich jetzt mal, dass ich jetzt mal das mit Wasser abmache. Ich habe schon ein Wasser her
gerichtet, aber ja, es geht nicht richtig ab. Hier geht's ab, ja, ist aber nicht so. Nee, das ist. Nee, das muss ich abwaschen. Richtig abwaschen. Wir sehen uns gleich wieder, weil so ist es nichts. Nee. So. Ich habe es jetzt abgewaschen nochmal. Es war jetzt gar nicht schön. Ist gar nicht gut runtergegangen. Jetzt habe ich mir ein Wattebett vorbereitet. Das tue ich mir. Ich habe jetzt da ein klares, kaltes Wasser. Tu das Wattebett in Wasser rein. Und da kommt dann mein Rosenwasser oder Gesichtswasser oder sonst was drauf zum Nachreinigen. Und da braucht er nicht so viel, weil das reicht. Und so spart ihr Gesichtswasser ein, ne? Und braucht ihr dann nicht zu viel. So. Und das ist kein Trick aus der Neuzeit, sondern das habe ich schon gelernt in der Alziner Kosmetikschule damals, als ich Friseurin gelernt habe. Und da war ein Kosmetikchef dabei und ja, da war ich auch in der Alziner Kosmetikschule, da war ich 17 Jahre. Ja, da ist es schon gesagt worden. So, jetzt habe ich alle Rückstände befreit. Hoffe ich, weil, ne, die Maske war jetzt gar nichts, also so eine hässliche habe ich noch nie gehabt, dass die so schlecht runtergegangen ist. Die Peel-Off-Maske verfeinert das Hautbild, ja, kann sein. Aber das war jetzt nicht schön zum Abnehmen. Überhaupt nicht. Es hat sich jetzt gezogen, auch musste mit richtig gut warmem Wasser noch abwaschen und Waschlappen und alles. Also anders ging es nicht runter. Und dann habe ich noch so eine Klebeschicht drauf gehabt, darum habe ich es nochmal mit meinem Rosenwasser, ne? Ja, so, und dann zur Pflege. Danach habe ich jetzt hier von Alverde die Gelassenheitskur. Ja, die brauche ich heute. Gelassenheitskur. Und die muss man schütteln, weil das Öl setzt sich da ab. Und nach solchen Masken mache ich nämlich immer gern so Ampullenkuren. Ne? So, ich habe jetzt mein Handtuch hier und dass ich mich da nicht weh tue. Ne? Du bleibst da. So, jetzt, ja. Sodele. Ja, der typische Alverde-Geruch. Viele mögen den nicht, aber ja. Ich mag den. Naja, was das mag mögen, lieben tue ich ihn nicht, aber die Ampullen sind nicht schlecht hier. So. Das bleibt jetzt drauf, ne? So. Das mache ich immer gern, so eine Ampullenkur dann, ne? Ja, so. Ja, jetzt ist meine Haut gepflegt, okay. Na gut, dann kommen wir zum Fazit meines Maskendings dieses Monats. Also ich mache nicht direkt so ein Ranking, aber ja,
Also Platz 1 trotzdem mache ich jetzt ein Ranking, ist das da. Die Merz Spezial, die Feuchtigkeitsmaske, wie ihr seht, habe ich die zweite schon, zwei Tage später für mich selber gemacht und ja, ist super, ganz toll, hat sich die verhalten und ja, so. Ich habe immer noch was gehabt. Ja. Ja. Nee, also ganz toll. So. Die war super, mit Spezialfeuchtigkeitsmaske. Mit Aloe Vera und Joghurt. Ja. Sehr, sehr schön war die. So, dann war das die zweite Maske, wo ich dann mit euch gemacht habe. Ich selber habe für mich schon mehr gemacht. Ne? Ich habe ja auch die Meerdüschen und so. Die straffende Hydrogenmaske war für mich auch nichts. Die war überhaupt nichts. Ein Satz mit X habe ich da drauf geschrieben, war nichts. Es hat sich nur verrutscht, das war die ganze Zeit, der untere Teil ist nur weggerutscht, das war so eine flutschige Angelegenheit, diese zwei Teile da und nee, es war nicht schön. Ja gut, sie hat ein bisschen gepflegt und ja, aber ja, es gab bessere, also angenehmere, weil das war unangenehm. Jedes Mal das rutschige Zeug, muss das immer, wenn es runtergefallen, muss es wieder neu machen und das ein paar Mal. Es war nicht schön zum Handhaben, muss ich wirklich sagen. Die von Balea, der Geruch war gut mit Kokosöl, Meereswasser und Hyaluron, ja, und natürlich pflegen auch, aber ja, bei der anderen, bei dieser da, habe ich ja nicht einmal Nachtcreme mehr gebraucht, ne? Ja, so reichhaltig war das, ne? Und auch beim zweiten Mal, wo ich es gemacht habe, das gleiche wieder, keine Nachtcreme mehr gebraucht. Und da habe ich dann nach kurzer Zeit wieder Serum, habe ich das Gefühl gehabt, meine Haut braucht noch Creme, also, ne? Würde ich mir nicht mehr nachkaufen, ja, und die Peel-Off-Maske von Schäbensreinigbohrentief, ja, das kann nicht sein, weil so wie ich jetzt meine Haut gerubbelt habe, die muss bohrentief sauber sein. Bestimmt keine abgestorbenen Hautschüppchen mehr vorhanden, also war auch nichts. Also beide Masken sind für mich durchgefallen. Obwohl ich Schäbensmasken liebe, aber die jetzt, also erstens hat die so mit fruchtigem Duft, ja, der Duft war gut jetzt da, frisch, habe ich ja gesagt, aber mit Thermalwasser, Perlenextrakt und Früchte, ja, aber erstens die nicht richtig getrocknet, nach der Zeit, wo es drauf gestanden war, schon gleich gar nicht, so bis eine Dreiviertelstunde drauf lassen und ja, auch nicht das Wahre, ne? Also, ne, also zwei Masken, wo für mich durchgefallen sind, weil die hat sie jetzt gar nicht richtig entfernen lassen, oft wenn es nicht, dann lässt sie es aber mit warmem Wasser gut entfernen und die nicht, also da habe ich jetzt zu tun gehabt, das war immer noch klebrige Schicht, ich habe wirklich zu tun gehabt, bis ich das entfernen konnte. Mit gut warmem Wasser. Ne? Ja, nee, also das war jetzt. Und sorry noch mehr, es war nichts. Das wisst ihr schon mittlerweile. Nee, also, ja, ansonsten war das jetzt meine Eindrücke von den Masken und ja, mag ich nicht mehr kaufen. Ja, wobei ich glaube, die habe ich ja mal in einer
Dings drin gehabt in der Box oder ja, von Schädens. Ja, okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, dann war es das wieder für den Juni. Und bis zum nächsten Monat, wenn es wieder heißt, Maskenzeit mit Lisa, ne? Bis dahin, tschüss.